zusammen, hier sind die Honigmann-Nachrichten vom 25. Februar 2013 und der Nummer 39. Hamburg. Der nächste Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober wird in Hamburg durch ein grandioses muslimisches Gebet, Salat, in der Kapernaumkirche, der einzigen Stadtkirche der Lutheraner, gekennzeichnet sein. Islamvertreter sprechen vom Integrieren der Muslime in die europäische Gesellschaft im Allgemeinen und die deutsche Gesellschaft im Besonderen. Ihre Opponenten befürchten, dass der westliche Zweig des Christentums unumkehrbar austrocknet. Nicht zum ersten Mal in Hamburg religionsübergreifende Toleranz. Im August des vergangenen Jahres hat der Oberbürgermeister Olaf Scholz mit den Führern der dortigen islamischen Gemeinden ein Abkommen unterschrieben. Es erlaubt den Muslimen erstmalig in der Geschichte Deutschlands auf der Landesebene offiziell ihre religiösen Gebräuche zu befolgen und sich in diesem Rahmen in der Schulbildung einzumischen. Jetzt wurde die deutsche Öffentlichkeit durch die Nachricht in Aufruhr versetzt, dass die islamische Organisation Nur Islamic Center das Gebäude einer lutheranischen Kirche gekauft habe. Wichtigste Version: Geschäft wegen einer drastischen Verringerung der Mitgliederzahl dieser Kirchengemeinde möglich geworden. Seit 1990 in ganz Deutschland mehr als 800 Kirchen geschlossen. Nicht alle zu Moscheen umfunktioniert, doch solches auch in Frankreich, meldete German.ruvr.ru. Ja gut, wenn das jetzt schon mal mittlerweile in Hamburg auch so weit ist, wird es ja auch auf die anderen Landesebenen übergreifen, inklusive Berlin. Ich möchte unseren Hosenanzug im Kopftuch sehen. Wäre doch was. Oder unsere Claudia Roth. Ständ ihr bestimmt sehr gut. Berlin. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat einer Aufstellung des deutschen Finanzministeriums zufolge in dieser Wahlperiode so viele Gesprächskontakte mit der Berliner Regierung gehabt wie kein anderes Geldinstitut, meldete die Presse.com. Aus der am Mittwoch bekannt gewordenen Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke geht hervor, dass seit Ende Oktober 2009 alleine der Goldman Sachs-Partner Christoph Brandt 48 Termine mit Regierungsvertretern hatte. Hoffentlich hatte den Geldbeutel auch dabei gehabt. Dagegen bei Commerzbankchef Martin Blessing lediglich 17 Gesprächskontakte. In der Antwort der Regierung heißt es, an Beschlüssen der Regierung seien die Banker nicht beteiligt gewesen. Je mehr man abstreitet, desto schlimmer wird es nachher. Auch keine Einbindung in Entscheidungen der Bankenaufsichtsbehörde BaFin. Aufgabenbedingte Kontakte von Ministern, parlamentarischen Staatssekretären oder Beamteten, Staatssekretären. Berlin. Die Berliner Bildungsverwaltung hat Testergebnisse von Schülern vermeintlich nicht deutscher Herkunft nach oben korrigiert. Es geht um Kinder, die sich für sogenannte Schnelllerner-Gymnasien beworben hatten. Eine Sprecherin von Bildungssenatorium Sandra Cheers, SPD, bestätigte das Vorgehen. Die Schulleiter der betroffenen Einrichtungen zeigten nach Angaben der Berliner Morgenpost wenig Verständnis für die Änderung der Ergebnisse. Die Maßnahme der Verwaltung sei nicht gerichtsfest. Zudem könne der Senat gar nicht wissen, welche Herkunft die Schüler seien, da die Eltern dies nicht angeben mussten. Offenbar hätte die Verwaltung lediglich anhand der Nachnamen geschätzt, wer mit nicht deutscher Herkunft sei. Kritik auch von der Vorsitzenden des Landesfachausschusses Bildung in der CDU, Katrin Schulze-Berndt. Die Herkunftssprache darf nicht zum Auswahlkriterium werden, warnte sie. Zwar sollten auch Alter und persönlicher Entwicklungsstand berücksichtigt werden, entscheidend sei jedoch die Leistung. Die 7 Gymnasien mit speziellen schnelleren Klassen stehen in der Hauptstadt begabten Kindern bereits ab der 5. Klasse zur Verfügung. Regulär können sich Kinder erst nach der 6. Klasse für Realschule, Hauptschule,
Gesamtschule oder Gymnasium entscheiden. So jungefreiheit.de. BRED. Der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Thilo Weichert, ist ein besonderer Mann. Wenn er Alarm schlägt, muss die Lage ernst sein. In einem Interview mit der SAZ hatte Weichert die Datensammelwut der GIZ-Eintreiber angeprangert. Was früher illegal war, wurde nur mit einem neuen Gesetz legalisiert, meldete deutsche-wirtschaftsnachrichten.de. Neben vielen empörten Reaktionen meldete sich auch eine Mitarbeiterin des Beitragsservices bei der DBN. Sie wollte jedoch nicht zur Aufklärung beitragen, sondern verlangte von, dass die DBN nach den Artikel ändern müssten. Herr Weichert habe im Interview mit der SAZ nie von Rasterfahndung gesprochen, das bereits zurückgezogen. Auch stimme die Aussage nicht, dass die GEZ-Eintreiber sich der Daten der Melde- und Kraftfahrzeugämter bedienen. Wir teilten der Dame mit, dass wir Artikel nicht ändern, wenn nicht ausdrücklich Fehler darin enthalten sind, und baten sie, uns doch einfach ein paar Fragen zu den Punkten zu beantworten, wo sie anderer Meinung sei. Darauf teilte uns die Dame mit, dass sie das nicht tun, weil wir solche Spiele nicht mitmachen. Was am Angebot eines Wortlaut-Interviews ein Spiel ist, wollte sie uns nicht erklären. Warum auch? GEZ, Gauner erzwingen Zahlungen, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr so heißen. Essen. EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ab Januar 2014 auch für Bulgarien und Rumänien. Besonders gut qualifizierte Fachkräfte aus diesen Ländern, die den von Massenmedienpolitik deklarierten Fachkräftemangel in Deutschland beseitigen. Zigeuner. Mit der ab 2014 gültigen EU-Regelung haben die Herrschaften zugleich Anspruch auf staatliche Unterstützung, also Arbeitslosengeld 1 und 2. Bisher durften sie ausschließlich auf selbstständiger Basis tätig werden, eine millionenschwere Belastung für die deutschen Kommunen. Ich glaube, ich gehe hin und mache eine Namensänderung, lass mir entweder einen türkischen oder einen bulgarischen oder rumänischen Pass geben und dann kann ich auch dann so richtig schön absahnen. Es ist aufgrund der Herkunft und Qualifikation der Zugewanderten davon auszugehen, dass der Großteil nach dann Sozialleistungen beziehen wird, sagte Dortmunds Sozialdezernentin Birgit Zörner gegenüber der WAZ. Kosten für Unterkunft, Heizung, Krankenversicherung von den Städten. In Dortmund leben nach offizieller Statistik rund 3000 Bulgaren und Rumänen. Die Stadtverwaltung geht von einem Betrag in Höhe von 1,1 Millionen Euro jährlich pro 100 Fällen aus. Bei diesen aktuellen Zahlen entsteht dem Dortmunder Steuerzahler ein Zusatzbeitrag in Höhe von 33 Millionen Euro. Dabei ist durchaus mit einer deutlich steigenden Zahl der Ausländer zu rechnen. In Duisburg doppelt so viele Rumänen und Bulgaren. Im gesamten Ruhrgebiet lebten 2007 noch knapp 10.000 Bulgaren, fast 14.000 Rumänen, 2011 bereits 20.000 Bulgaren und fast 28.000 Rumänen. Tendenz stark steigend. Folge: verschlechterte Lebenssituation von zigeunerbewohnten Viertel, Beispiel Hygiene, die Zuwanderer sich nicht ausreichend darüber informiert, wie die Müllentsorgung hier funktioniert, informierte kompakt-nachrichten.de. Tjo, macht auf die Tür macht weit. Ja. Berlin. Es wäre eine unerträglich masochistische Übung, auf den Wortlaut der pastoralen Europarede des deutschen Bundespräsidenten näher einzugehen. Wohl besser nicht. Jeder dürfte die dümmsten Sprüche des seichten Gauk-Gelabers bereits an anderer Stelle gehört und gelesen haben. Zu Krise, Kritik und Notstand freilich kein einziges Wort, meinte geolitico.de. Wenn der Typ schon das Maul aufmacht, dann kann man schon wieder alles vergessen. Nein, nicht nur das Was und Wie dieser sogenannten von Gauck selbst als Erzählung herabgestuften Rede, sondern allein die Tatsache, dass er implizit die Abschaffung der deutschen Nation mittels Abtretung an die Brüsseler Fremdmacht verkündete,
löste einen spontanen Bürgersturm der Empörung in allen deutschen Leserformen aus. Die zensierten Kommentare gar nicht mitgerechnet. Der Tenor ist eindeutig. Rücktritt. Hoffentlich ist er bald weg. Gauck also zweifelsfrei deutschfeindlich, wie europafremd. Man kann sich nur noch schämen, dass ein solcher Mensch der deutsche Bundespräsident ist. Und dann auch noch proklamieren, wir sollen die deutsche Sprache abschaffen und Englisch als Volkssprache einsetzen. Ich glaube, dem ist sein Glaube mittlerweile ganz schön ins Gehirn gestiegen. Der kann nicht mehr gerade aussehen, der Mann. Hätte der König von Spanien oder die Königin von England und viele mehr exakt dieselbe Rede an die eigene Nation gehalten, dann müsste er, sie, innerhalb von 24 Stunden abdanken, zurücktreten, andernfalls von den Bürgern aus dem Land gejagt. Wenn der mal zum Rücktritt oder zum Laufen gebracht wird, bin ich einer der Ersten, der den jagt. Ganz bestimmt. Also so ein Nestbeschmutzer, so ein, ja. BRD. Auf den Teller statt in den Müll. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hartwig Fischer, 64, will Pferdefleisch, Lasagne an Bedürftige verteilen, teilte indexpurgatorius.wordpress.com mit. Statt die aus dem Verkauf genommene Produkte voreilig zu vernichten, könnten die Lebensmittel an Hilfsorganisationen wie die Tafeln gehen. Eine gute Idee oder einfach nur völlig geschmacklos? Wir berichteten ja schon mal darüber. Fischer zu Bild. Blöde Zeitung? Ich kann nicht ertragen, dass hochwertige Lebensmittel einfach so vernichtet werden. Einwandfreie Produkte, deren Mindesthaltbarkeit noch nicht abgelaufen ist, sollten bedürftigen Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Da möchte ich doch den guten Mann mal sehen, wie er sich da selber so eine Packung aufmacht. Aber er hat es ja nicht nötig. Er kriegt ja was Besseres. Verbraucherschutzministerium, rein rechtlich ist das möglich. Die Sozialeinrichtungen könnten sich die 179.000 Lasagnepackungen, die aus dem Verkauf genommen wurden, von den Handelsketten sogar schenken lassen. Bedingung, nachträglich korrekte Etikettierung. Es muss draufstehen, die Lasagne enthält Pferdefleisch. Und die Ware muss einwandfrei genießbar sein. Ablehnung durch Wohlfahrtsverbände Christian Barkemeyer, Chef der Bahnhofsmission zu Bild. Es ist bedürftige Menschen nicht zuzumuten, sich von nicht mehr verkäuflichen Lebensmitteln zu ernähren. Ralf Allgeier vom Hilfswerk Miserior. Eine Weitergabe an Bedürftige ist nicht zu verantworten. Möchte ich doch mal den oder die Politiker sehen, die sich das jetzt hier schenken lassen. Und dann natürlich die Lasagne selber spachteln. Aber wie ich eben schon sagte, ich glaube nicht, da sind sich die Herrschaften zu fein für. Widerstand auch im Handel. Die aus dem Verkauf genommene Lasagne werde nicht verschenkt, sondern umgehend vorschriftsmäßig entsorgt, erklärte ein Realsprecher. Nur wer einen Vorschlag macht, der sollte immer mit gutem Beispiel vorangehen und als Vorkoster auftreten. Schon 2008 forderte Henna Schmidt, dass arme Ratten jagen sollten. Einmal, um das Rattenproblem zu lösen und zum anderen, dass sie eine fleischige Mahlzeit hätten. Umgesetzt wurde der FDP-Vorschlag allerdings nie. Diese Menschenverachtung ließ sich jedoch nicht im Bundestag durchsetzen. Da war ja nicht nur der als Einziger, wenn ich da so an einen Kurt Beck denke. Doch was soll das jetzt mit dem Verzehr von gedopten Rennpferden? Soll dem Rheuma bei den Menschen vorgebeugt werden? Oder hofft man nur auf ein schnelles, naja, Pferde, ne? Pferdefleisch, auf ein schnelles sozialverträgliches Ableben, um Gelder zu sparen? Berlin. Diagnose Funk e.V. wirft dem Bundesumweltministerium und der Strahlenschutzkommission vor, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und die Öffentlichkeit mit dem neuen 5-Bericht der Bundesregierung über die Forschungsergebnisse in Bezug auf die Emissionsminderungsmöglichkeiten der gesamten Mobilfunktechnologie und in Bezug auf gesundheitliche Auswirkungen über die Risiken des Mobilfunks zu täuschen.
Wichtige Forschungsergebnisse wurden unterschlagen, um zu verhindern, dass in der derzeitigen Novellierung der 26. Bundesmissionsschutzverordnung die Grenzwerte gesenkt werden. In der aktuell vorgelegten Diagnose-Funkanalyse deutsche Strahlenschutzgremien versuchen Abgeordnete zu manipulieren, heißt es. Im Bericht der Bundesregierung vom 3.1.2013 an den Bundestag und dem zugrunde liegenden Forschungsbericht der Strahlenschutzkommission vom 30.09.2011 wird die deutsche Öffentlichkeit über den Stand der Forschung zu den Risiken des Mobilfunks desinformiert. Zur Frage der Krebsgefahr wird der Stand der Forschung manipulativ dargestellt. Zur Spermienschädung werden selektiv zwei Forschungen aufgeführt als Beweis, dass Entwarnung gegeben werden kann. Die Ergebnisse von 30 weiteren Forschungen werden unterschlagen. Die Erkenntnisse, dass die elektromagnetischen Felder des Mobilfunks oxidativen Zellstress auslösen, fehlen komplett. Allein dazu weit über 50 Forschungsergebnisse. Durch die mit WLAN, Wi-Fi arbeitenden Tablet-PCs und Spielekonsolen müsste im Interesse des Schutzes der Kinder und Jugendlichen ein Review über die Wirkung der WLAN-Strahlung erwartet werden. Aber Fehlanzeige. Die Strahlenschutzkommission, die diese Berichte verantwortet, geht jetzt sogar so weit zu empfehlen, dass die Forschung gänzlich eingestellt werden kann. Diese Berichte wurden von Lobbyisten diktiert, um den Mobilfunkbetreibern den Weg frei zu machen für ihr Milliardengeschäft. Wissenschaftler, die sie mitformuliert haben, lassen jede ethische Verantwortung vermissen, berichtete Diagnosefunk.org. Damit bin ich nicht ganz einverstanden, weil es mittlerweile auch von jeder Rundfunksendeanstalt, von jedem kreditierten Funkamateur eine dementsprechende Einstellung bzw. eine schriftliche Darstellung seiner Emissionswerte von seitens der Antennen auch deklariert werden muss. Ansonsten kann er seine Antennen abbauen, er darf nicht mehr seinem Hobby nachgehen. Das nur am Rande erwähnt. Karlsruhe. Deutsche Wirtschafts-Nachrichten.de vom Steinbeiß-Blog. Ich komme gerade von der Jahrespressekonferenz des Bundesverfassungsgerichts. Dort stellte Gerichtspräsident Andreas Voskuhle immer die großen Bundesverfassungsgerichtsverfahren vor, die in diesem Jahr entschieden werden sollen. Darunter sind zwei, die Europa betreffen. Zum einen das Verfahren zu ESM und Fiskalpakt, das noch beim zweiten Senat anhängig ist. Ungeklärt ist vor allem, was Karlsruhe zu der Selbstermächtigung der EZB sagt, Anleihen der Schuldnerstaaten in unbegrenzter Höhe zu kaufen. Allerdings scheint eher unwahrscheinlich, dass wir dazu noch in diesem Jahr ein Urteil sehen werden. Der Fall steht zwar auf der Liste der 2013 zu entscheidenden Verfahren, heißt nicht ohne Grund Lügenliste. Voskuhle deutete an, dass das Urteil noch dauert. Konkret bedeutet das, dass das Bundesgrundgesetzgericht offenbar mit einem Urteil nicht Öl ins Feuer des Bundestagswahlkampfs gießen möchte. Was das bedeutet, ist schwer zu sagen. Die Karlsruher Richter würden mit jedem Spruch den Bundestagswahlkampf beeinflussen. Geben Sie den Klägern recht, fatale Blamage für Merkel. Geben Sie der großen rot-schwarz-grün-blauen Koalition recht, können die Linken im Wahlkampf gewinnen. Also ist doch nur eigentlich in jedem Kalkül, ich weiß es nicht. Steinbeiß schreibt von einem Maß an Gleichmut, was an Herablassung grenze. Die Richter wollen das Thema nicht im Wahlkampf zünden und kehren es somit dezent als Zeitbombe neben die Derivate unter den europäischen Realitätsverweigerungsteppich. Wien. Neben dem jüngsten Bericht des IAEA-Generaldirektors haben die Inspektionen dieser Organisation während der vergangenen 10 Jahre keine Beweise dafür erbracht, dass der Iran mit seinem Atomprogramm militärische Ziele verfolgt. Das teilte am Donnerstag der iranische Vertreter bei der Internationalen Atomenergieagentur IAEA
Ali Ashghar Soltani mit. Iran setzte die Urananreicherung ohne Beanstandung und unter voller Aufsicht der IAEA zu friedlichen Zwecken fort, zitierte Soltani aus dem Iran-Bericht des Generaldirektors Yukiya Amano. Entsprechend des am Donnerstagabend den Mitgliedstaaten der Internationalen Atomenergieagentur vorgelegten Berichts hat Iran die Menge des auf 20% angereicherten Urans reduziert. Davon sei ein Teil im Brennstoff für einen Forschungsreaktor in Teheran zur Herstellung von Medikamenten umgewandelt und so für mögliche Verwendung in einer Atombombe unbrauchbar gemacht worden. Statt 280 Kilo besitzt das Land jetzt offiziell nur noch 167 Kilo höher angereichertes Uran und liegt so unter der Menge von 250 Kilo, die man für den Bau einer Bombe braucht, meldete German.ire.ir. Teheran, German.ire zum Zweiten. Der Sprecher des Manövers, Großer Prophet 7, teilte mit, während der ersten Manöverphase übte man die Aufklärung feindlicher Drohnen, als sich eine Drohne wirklich iranischen Grenzen näherte, die man entdeckte und landete. Laut IRIN sagte General Sarkeli, in der elektronischen Kriegsführung und im Einsatz neuer Waffen wurde bei den Übungen einer Drohne wirklich vom Radar entdeckt. In der zweiten Manöverphase werden neue Waffen und Errungenschaften getestet. Deutschland. Die Mehrheit der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union ab, stand bei Welt.de. 60% seien dagegen, ging aus einer Emnit-Befragung von rund 500 Personen im Auftrag der Blöd-Zeitung am Sonntag hervor. Nur 30% dafür. Um ein militärisches und wirtschaftliches Erstarken der Türkei sorgen sich 57%. Und wie viel waren davon Deutsche? Nur eine Frage am Rande. Es müsse ein neues Kapitel aufgemacht werden, sagten sie in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. Deutsche Wirtschaftsvertreter verweisen auf den sich sehr dynamisch entwickelnden Handel mit dem aufstrebenden Land in Südosteuropa. Die Türkei gehört nicht zu Europa. Manfred Weber, Vizefraktionschef der EVP im Europaparlament und CSU-Präsidiumsmitglied, sagte, wir brauchen Kraft zur Ehrlichkeit und zum Kurswechsel und keine Hoffnungssignale für einen baldigen Beitritt, sagte Weber der Welt und betonte, dass statt des Beitritts der Türkei in die EU über die privilegierte Partnerschaft verhandelt werden solle. Enge nachbarschaftliche Zusammenarbeit, auch zur rechten Zeit, ein Binnenmarkt, ja. Die Vollmitgliedschaft, nein, resümierte Weber. Aber derzeit befindet sich ja auch unser Hosenanzug in der Türkei. Ich nehme wohl an, dass sie dann auch mit Schleier und Kopftuch zurückkommt. Den Koran unter dem Arm. Ja, Oldenburg, Hannover. In Niedersachsen und weiteren Bundesländern sind Ermittler einem möglicherweise systematischen Betrug bei der Haltung von Legehennen auf der Spur. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt gegen rund 150 Betriebe in Niedersachsen. Etwa 50 weitere Verfahren seien am Ermittler in anderen Ländern abgegeben worden, teilte die Behörde am Sonntag mit, worüber Handelsblatt.com schrieb. Es bestehe der Verdacht, dass viel mehr Hühner auf engstem Raum gehalten wurden als erlaubt, sowohl in der Freiland- als auch in der Käfighaltung. Erste Ermittlungen seien im Herbst 2011 eingeleitet worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frauke Wilken nach einem entsprechenden Bericht des Spiegel. Landwirtschaftsminister Christian Meyer sprach vom Verdacht auf systematischen Betrug. Er kündigte Konsequenzen an, falls sich der Verdacht bestätigen sollte. Geprüft werde, ob den Betrieben die Zulassung entzogen wird. Wir können aber erst entziehen, falls sich der Betrug bestätigt und die Betriebe überführt sind, sagte Meyer. Betroffen sind überwiegend konventionelle Betriebe mit Freilandhaltung, aber auch einige Biohöfe. Für die Freilandhaltung sind mindestens 4 Quadratmeter Auslauffläche pro Huhn vorgeschrieben.
Dem Bericht zufolge sind Millionen Bio-Eier verkauft worden, die so nicht hätten deklariert werden dürfen. Beschäftigen Sie sich mit dem natürlichen Hühnerverhalten und einer entsprechenden Hühnerhaltung, dann wissen Sie, dass Freilandhaltung nur ein Schauspiel ist, das nicht echt funktionieren kann. Und des Weiteren würde ich dafür plädieren, dass solche Betriebe, die sich eines Vergehens schuldig gemacht haben, mit Namen und Adresse hier im Netz sichtbar gemacht werden. Ich wette, dann würde das auch aufhören. Die gute Nachricht. Auf der Deutschlandfahne ist oben Gold, weil wir die Freiheit haben so gewollt, weil wir wollen das Licht der Sonne sehen, weil wir in Frieden wollen zueinander stehen. In der Mitte rot wie das eigene Blut, welches pulsiert in jedem Herzen gut, auch rot wie die Liebe und Leidenschaft oder wie des Feuers leuchtende Kraft. Unten schwarz wie die fruchtbare Erde, auf welcher nicht nur weidet die Herde, in welcher auch gesät wird und gepflanzt, auf welcher wir uns bewegen und wird getanzt. Burkhard Köhler, danke für dein Gedicht. Und das war's mal wieder für heute. Ich will hoffen, dass es mal langsam aber sicher aufhört mit Schneien und wir mal endlich aus den Winterklamotten raus können. Langsam wird es Zeit, Petrus da oben. Gutes Wort in dem sein Ohr, ne? Oder so ungefähr. Madet Jod, danke fürs Zuhören, Zusehen. Bis neulich und tschö.